Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Noch ein klein bisschen verunsichert, wo wir denn zum Teufel lang müssen oder was wir als nächstes tun sollen. Haben wir auf jeden Fall schon mal das Feuerschnabeltier ausgebrütet, was sein Nest bewacht, und hier das. Laut Bibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Ja. Jetzt, laut der Fibel sollten wir einen Zebrafisch oder was auch immer uns besorgen. Und der einzige Ort, den ich kenne, der mir zumindest gerade einfällt, wo man so einen Fisch finden könnte, ist tatsächlich, ja, Dads Haus. Nämlich im Aquarium. Ab ins Aquarium. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Und Zebrafische sind Süßwasserfische. Selten so hässliche. Gut, dass die so. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Okay. Hier haben wir also doch scheinbar kein Glück. Wie kommen wir denn jetzt bitteschön an die Hake ran? Glatzmatz, Glatzmatz. Ich war, glaube ich, noch gar nicht in der dunklen Gasse. Okay. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Könnte sie benutzen. Okay. Ich hab daran eine Hand gehabt. So, hat sich angefühlt wie eine Krabbe. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Naja, probieren wir es einfach mal aus. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Du Trottel, jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich sollte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Nee. Verdammt. Eine neue Aufgabe? Oh mein Gott, war das unübersichtlich. Das geheime Klopfzeichen benutzen. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, ich brauche die Turnierhand, um diesen einen Typen in der Spelunke im Schnickschnack-Schnuck zu besiegen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass der Mitglied des Widerstandes ist. Mit seinem Kumpel. Ich habe jetzt das Flugschnabeltierei und das Wasserschnabeltierei. Ich kann noch mit dem Angler quatschen, um herauszufinden, wo diese komischen Zebrafische sind. Nur nochmal. Verschwinde. Du verscheuchst die Fische. Ich bin doch ganz leise. Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber. Kusch. Okay. Aber hier zumindest ein Köder. Schau mal her. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl keinen Seemannsgarn. Du bist kein Angler, so wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch.
Okay. Und so. Kann man vielleicht einfach so einen Gadget-Shop kaufen, was wir zum Angeln gebrauchen könnten? Der Safranhund. Ein Bananenentkrümmer. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Okay. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Vielleicht? Man, das Ding gehört ja nicht mir. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. So ein Mist. Warum steht der Schredder dann überhaupt hier? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht der Jobsauger. Ich würde diesen Schredder ja aber nicht mehr zu dumm, aber so ist... Es tut mir, wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Och, Menno. Es tut mir, wir... So steht... Haben wir Organe dabei? Nur den Köder, oder? Es tut mir, wir... So... Verdammt! Was haben wir hier noch Schönes? Nichts. Herzlich willkommen. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Ich hab mich verklickt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin da mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Das war natürlich jetzt ein sehr gehaltvolles Gespräch. Da ich jetzt gerade nicht wirklich weiß, was ich am besten tun kann, mache ich einfach das, was ich schon vor ein paar Folgen machen wollte. Gucken, ob es funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal Zucker in den Generator. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas Au! Dieser Generator versorgt schön, wo jeder x-beliebige, wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Hätten wir eine Banane, hätten wir die bestimmt auch da reinstecken können. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Oh ja. Au! Ah. Oh! Aua! Nichts passiert. Okay. Hallo Alex, ich klau dir mal einfach mal den toten Taubentango. Und jetzt leise. Hups. Ach, so funktioniert das. Kann ich noch ein anderes? Jetzt habe ich ja nur den toten Taubentango. Mal zu Galef hoch. Ich wollte zu Galef hoch. Prost, mein Schatz. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau.
Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Okay. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts? Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Okay. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Geht auch. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich da... Als ich zuletzt nachgesehen... Ja, das hatten wir schon mal. Ich tut mir leid, falls jetzt jemand die vorherigen Folgen nicht gesehen hat. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich gehe da mal wieder. Mach und das. So. Entschuldigt bitte. Für euch ist ein Toilettenschlüssel. Ach, so funktioniert das. Da wird man ja gleich mit müde. Süß. Okay. Verschlossen. Man könnte ja auch den Schlüssel nehmen dafür. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Danke, Nord. Weißt du Nord? Du heißt Nord, ja. Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Können wir es vielleicht in Flammen stecken? Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Okay. Schauen wir mal ins Questlog. Okay, das haben wir. Das brauchen wir noch. Zweite Go, Lady Go. Okay. Wer? Da. Passende Worte. Okay. Mitglied im Widerstand werden. Wir haben jetzt das Klopapier. Wir sollten einmal eine Runde mit Galef sprechen. Und so. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Okay. Ich gehe da mal. Mach das. Ja, vielleicht sollte ich nur das Klopapier einfach zeigen. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Okay. Was haben wir noch zu erkunden?
Vielleicht können wir jetzt im Dunkeln den Rasiermesserfisch klauen. Tatsache. Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten. Ach, Rufus. Okay, der Generator läuft wieder. Und ich habe immer noch Zucker, das heißt... Mir kommt da gerade eine diabolische Idee. Ich werde einfach... Nichts. Das lustige Lümmeltütenlied. Und... Weil es beim ersten Mal schon lustig war, aber noch nicht lustig genug, werden wir jetzt den Generator schon wieder lahmlegen. Und klauen jetzt das lustige Lümmeltütenlied. Muahaha. Ich bin ein wahrer Magier. Ein wahrer Magier. Pommes spielt ja immer noch im Hintergrund. Nichts. Okay. Aber der Zwerg hat ja noch weitere Lieder. Ich glaube, ich werde sie mir einfach mal alle besorgen. Entschuldigt, falls euch das jetzt ein klein bisschen zu langweilig wird. Ach, ich kann die... Achso, ich kann die bloß austauschen. Toll, hat die ganze Aktion jetzt gerade gar nichts gebracht. Vielleicht sieht er jetzt eigentlich mal ein anderes Lied. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das lustige Lümmeltütenlied. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Wabene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Okay. Dann sing eine Runde. Prego. Du bist doch so eine Art Experte für Romantik, oder? Oh, amore, sì, sì. Was willst du wissen, eh? Ich kenne da diese elegante, hochklassige Frau. Allererster Stall. Vor allem Stall. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine Donna Aristokratica. Dann musst du sein Cavaliere Romantico. Musst du machen uno appuntamento. Eine romantische Abend musst du fahren mit ihr in die Gondola Romantica. Con canzone mio. La la la. La la la. Stopp, stopp. Ich finde was anderes. Oh, Idioto. Okay. Ich kenne da diese schüchterne, leicht naive Frau. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Bambina Timida. Dann musst du machen sie impressionar. Bambinas Timidas suchen Aventuras con uomos criminale. Du meinst, sie steht auf Schurken? Okay, das ist ja jetzt, nichts, was wir nicht schon wissen. Ich kenne da diese sportliche, temperamentvolle Frau. Du musst nichts reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Signora con Temperamente. Dann musst du ihr zeigen, dass du bist eine Spavaldo, eine Draufgänger. Du musst sein wie die Stachel von Insetto. Du musst sie anstacheln. Okay. Ich brauche keine Tipps. Dann, du mich auch. Okay. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Arrivederci. Okay. Was für ein Ding? Ach, nichts. Okay. Ich habe jetzt übrigens eine... Ich will bloß mal gucken, ob das funktioniert. Ja, weil jetzt, wo der Galliero ein anderes Notenblatt hat. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja.
Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Na, einmal noch, ja. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Sehr temperamentvoll. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Francesco, Davide, Sofia, Matteo, Ernesto, Antonio, Sara, Alice, Melinda, kommt der Papa, hat einen Rat für euch Kinder. Lorenzo, Riccardo, Alessandro, Marta, Elena, kommt der Papa, hat einen Rat. Wenn ihr Lümmel Süden benutzt, müsst ihr schön, hat ich immer außer Falz darum sehen. Oh, Sole mio, la 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 la. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay. Das hat tatsächlich funktioniert. Mhm. Gucken wir mal in die... Nein, keine Tipps. Keine Tipps. Das war ja schon gerade sehr lustig. Und so. Ich, ja, mach hier einen Cut. Alles Gute, Rinja, und tschüss, bis bald. Und wir sehen uns.